Wir sehen uns morgen beim Training. Gesagt, getan. Am Dienstag stand Askan Dejaga wieder mit dem VfL Wolfsburg bei der ersten Trainingseinheit der Woche auf dem Platz. Und Asche gab, wie wir es von ihm kennen, natürlich Vollgas. Ja, es war super. Es war, wie gesagt, unglaublich. Ich konnte es selber nicht so richtig fassen, dass ich wieder hier bin. Und es war einfach schön, alte Gesichter zu sehen, die halt immer noch hinter einem stehen und direkt gekommen sind auch heute. Dafür will ich mich auch nochmal herzlich bedanken. Und ich hoffe wirklich von Herzen, dass ich wie damals auch denen ein Stück zurückgeben kann mit Leistung auf dem Platz. Und dass ich der Mannschaft auch helfen kann damit. Dann wären alle glücklich. Diese Identifikation, diese Bereitschaft, die Wege zu gehen, gerade in so einer Situation, sehr wichtig für uns sind und dass wir immer mit Spielern mit Herz arbeiten wollen, dass die das zeigen und natürlich Askan erfüllt diese Profil und natürlich, dass seine Vergangenheit mit dem Verein, dass er den Verein absolut gut kennt, dass er sehr erfolgreich hier war, ein Liebling von unseren Fans war oder ist immer noch, war viele, viele positive Einsätze, die wir gesehen haben. Ja, wir haben erstmal immer gesagt, dass vielleicht noch was passieren kann bis zum Ende des Transferfensters und haben uns noch ein bisschen umgeschaut auf den Positionen, wo wir eventuell Bedarf haben und das sind die beiden Außenpositionen, die wir identifiziert haben und haben dann halt nach möglichen Profilen geschaut und sind so auch auf Askan Dejaga gekommen und haben uns halt länger mit ihm beschäftigt, weil es natürlich ein Transfer ist, der nicht so üblich ist aus Katar nach Deutschland und da schaut man erstmal genau hin, was sind die, wie ist das Leistungsvermögen, wie ist die Situation allgemein und haben uns dann auch persönlich mit ihm getroffen und uns ein umfangreiches Bild gemacht und uns dann dafür entschieden, ihn für ein halbes Jahr zu verpflichten. Ja, natürlich brenne ich unglaublich, also ich will einfach nur Vollgas geben. Jeder, der mich kennt, der weiß das, dass ich ein Spielertyp bin, der eigentlich immer Vollgas gibt. Aber man muss auch realistisch bleiben, man muss auch ruhig bleiben, man darf nicht da überstürmen. Und wie gesagt, wie der Trainer das auch gesagt hat, ich muss erstmal so viel wie möglich trainieren, fit werden und das andere kommt von alleine.